Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Greedfall, Folge Nummer 3. In der letzten Folge haben wir einiges über befreundete und verfeindete Länder erfahren, doch auch schon über die Insel, die wir bereisen mögen. Allerdings haben wir unseren versoffenen Vetter immer noch nicht gefunden und zudem haben wir ein paar Aufträge eingesammelt, nämlich unter anderem einen Quacksalber zu enttarnen. Und das macht mir jetzt so ein bisschen Probleme insofern, dass ich wohl seinen Karren finden sollte, aber nicht weiß, wo der Karren ist. Egal, wir haben ein Haus entdeckt, in das wir können. Also, wow, gehen wir da mal rein und zwar äußerst schwungvoll, wenn ich das richtig sehe. Shade, was machst du da so schwungvoll in fremde Häuser? Das ist dreist. Aber wir gucken uns um. Vielleicht können wir da irgendwas finden, irgendwas werden. Die Steuerung ist echt ein bisschen... Wow, guck mal, eine Waffenkammer. Wo sind wir denn? Lass mal gucken. Wieder falsch. Ah, Kaserne der Groschengarde. Danke fürs Ansagen. Wow. Kaserne. Da leuchtet irgendwas. Da liegen sie auch schon halb tot rum. Oder kann ich jemanden looten, oder? Sammeln. Zurückgelassener Brief. Albert. Ich hoffe, du bekommst diesen Brief, wenn du endlich aus Al-Sat zurückkehrst. Vorausgesetzt, es ist noch jemand am Leben, der ihn dir geben kann. Ich kann kaum noch etwas sehen und es fällt mir schwer zu schreiben. Bitte verzeih mir, mein Junge. Ich kann dir nicht viel hinterlassen. Die Plünderer haben sicherlich schon unseren schönen Buchladen zerstört. Aber sie haben vielleicht nicht die Truhe gefunden, die ich in unserem Haus versteckt habe. Pass gut auf dich auf, mein Sohn. Und wenn du genug Geld zusammen hast, dann flieh auf diese magische Insel, die angeblich völlig frei von Übel ist, dein dich liebender Vater. Da muss es also irgendwo einen Buchladen geben, wo eine Truhe versteckt ist. Okay. Leute, wir erkunden einfach, wir entdecken alte Lagerhäuser. Ich habe was entdeckt. Blocked. Oh, schade. Könnte ich da jetzt theoretisch rein? Oh, guck mal, wir können sogar klettern. Ist ja cool. Ich habe zwar gerade so keinen Plan, wo wir sind, aber ist egal. Was ist denn das hier? Komme ich da mit? Da komme ich nicht hoch. Okay. Buchladen. Da ist die Schenke. Hier ist ein Werktisch. Kann ich mit dir sprechen? Oh, diese Hüte. Sprich mit Arbeiter. Oh, ich halte das für sinnlos. Alte Lagerhäuser. Ich renne hier einfach mal so Neugierde halber rum. Ja, mit dem Herrn kann ich nicht sprechen. Mit seiner Pestmaske. Oh Mann, ey. Wir nehmen einfach mal Kisten mit. Alte Lagerhäuser. Goldmünzen. Und Fallen. Ich glaube, bislang haben wir noch niemanden in der Party, der fallen kann. Also ich kann es nicht. Also der mit Fallen umgehen kann. Und unser Oller Krieger sicherlich auch nicht. Und nochmal Weißdorn, her damit. Wir lassen uns einfach treiben. Bisschen. Oh, wer trinkt, ist unsterblich. Ja, wenn's nur so wäre. Oh, ein Barde. Ich glaube, wir sind in der Nähe der Schenke. Wo bist du, mein Freund? Das ist unser Cousin. Ach du Scheiße. That's Constantine's voice. It's coming from the upper floor. Sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. Wir sind ziemlich pleite. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Befreie Konstantin. Ja super, neue Quest. Da drüben leuchtet's. Haben die den gefangen genommen? Ich habe gedacht, dass der jetzt wahrscheinlich irgendwo besoffen rumliegt. Da habe ich ihm vielleicht... Unrecht getan. Befreie Konstantin. Also dann. Da leuchtet's auch. Ja. Yeah. Ich immer mit meinem
Ich weiß, Zornestrank. Trank der Zorn über einen längeren Zeitraum kontinuierlich erhöht. Was dieses Zorn ist, da bin ich nochmal gespannt. Da gibt's eine Leiter. Wir steigen mal hinab. Gucken, was uns da erwartet. Kann ich da irgendwie runterrutschen? Nee, geht nicht. Ich muss wirklich langsam steigen. Ob ich da reinkomme? Warte mal. Zerstören. Level 1 Wissenschaft und elementare Falle. It's not possible just now. Okay, kann ich eigentlich auf meinen Kameraden wechseln? Oder machen die einfach ihr eigenes Ding? Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Warte mal, wenn ich... Dieser D. Charakter wechseln. Okay. Kurt, kannst du das? Ich glaube, er kann es auch nicht. Ich kann ihn nicht. Wissenschaft. It's not possible just now. Und elementare Fallen. Sprich mit Kurt. Komm, hilf mir mal. Nein, du sollst mit Kurt sprechen. Ach, was machst du denn? Du sollst mit Kurt sprechen. Ist doch niemand da, der uns angreift, oder? It's blocked. Da kommst du auch nicht durch. Ich würde gern mit Kurt sprechen. Ah, okay, dann versuchen wir es irgendwie andersrum. In die alten Lagerhäuser. Noch kommen wir nicht rein. Was war das gerade? Dekoriere? Was? Demaskiere den Quacksalber. Ja, okay. Komme ich da rein? Nein. Ich meine, ich könnte auf der Karte gucken, da sieht man ja die Häuser, in die man kommt. Aber mir macht es immer noch Spaß, hier einfach mal so ein bisschen sinnlos in der Gegend rumzulaufen. Feinderkennung. Ah, wenn du dich im Schleichmodus Feinden näherst, erscheint über deren Köpfe eine Erkennungsanzeige. Wird deine Gegenwart bemerkt, füllt sich die Anzeige, bis du schließlich als Bedrohung wahrgenommen wirst. Diese Anzeige hat einmal aktiviert nur zwei Zustände, verdächtig in Gelb und entdeckt in Rot. Heißt es, dass wir jetzt mal ein bisschen schleichen sollen? Dann schleichen wir mal. Gut, dass er geschrien hat, kann ich jetzt im Schleichen auch angreifen? Das sind doch Feinde, oder? Bist du ein Feind? Hallo? Ihr seid Feinde? Oi! Where do you think you're going? You're in our territory! Ich will kämpfen. Oder sollen wir mal verhandeln? I'm looking for my cousin, and it would seem that he is in this building. That very well could be. We have had a guest since yesterday. A regular ladies' man in golden stitches. That would fit the bill. I have no idea how he earned such a kind invitation. Auch mal nett. But... Being born into silk sheets doesn't give him the right to insult his fellow man or to show disrespect. We know this sort only too well, used to everyone doing whatever he says. But they're always a lot friendlier, having learned their little lesson. Isn't that right, Chief? Okay. That's right. But lessons have a price. So, if you want your drunkard back... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ihm zu sagen, dass er der Sohn des Prinzen ist, wenn ich mal ehrlich bin. Da wollen die ja bloß noch sehr viel mehr Lösegeld. Allerdings könnten sie sich ordentlich Ärger einhandeln, also versuchen wir's mal. That drunkard is the only son of the Prince d'Orsay. I am sure you know the punishment reserved for those who slight his majesty. Shit! You are absolutely right, Chief. He's definitely rich and certainly a noble. Shut your trap, imbecile! You want to get us drawn and quartered? Okay, es hat gewirkt, ja. Listen, we didn't know who we were dealing with. We never would have given offense to the prince. That's what I had assumed. Here, take the key to his cell and give our respects to his highness. Okay, weil es also vorgesehen war, ein Gespräch zu machen, oder ja, dass sich ein Gespräch entspinnt, war es wohl nicht möglich anzugreifen. Ich frage mich, ob wir hier Schleichangriffe kennen.
Flinkheitstrunk, auch nicht schlecht. Okay, wie komme ich da jetzt bitte hoch? Da geht's lang. Also, dann werden wir mal Konstantin befreien. Mal gucken, ob er ein bisschen desolat aussieht. Was haben wir hier? Rein da. Verbrecherunterschlupf. Ah, komm, da gibt's doch bestimmt Kisten. Komm schon. Wo Verbrecher sind, gibt's nicht nur Verbrecher, sondern auch Kisten. Was wäre das für ein Verbrecherunterschlupf, wenn es hier kein Loot gibt? Doch, guck mal, da leuchtet's. Hihi, her damit. Munition. Was noch? Ein Obsidian. Ja. So ein paar Edelsteine zum Verbessern sind nicht schlecht. Kurz gucken, ob wir da noch irgendwo langkommen. Ja, es leuchtet. Her damit. Tollkirschenbeeren. Oh, Tollkirschen. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Oh, Schloss knacken. Haben wir nicht. Nicht hoch genug. Ich habe echt noch nicht begriffen, ob wir die Charaktere, spielbare Charaktere wechseln können. Also ob wir jetzt auch unseren Party-Menschen spielen können. Kurt, versuchst du mal. Greenblood, do you need something? Ja. Okay. I must leave you. I must leave you. Okay, kannst du bitte die Kiste aufmachen oder wenigstens zur Seite gehen, wenn du schon die Kiste nicht aufmachen kannst? Die Frage ist, ob die Fähigkeiten von meinen Gruppenmitgliedern mir dann auch zur Verfügung stehen. Gehen wir erstmal nach oben. Wir sind nicht mehr weit von Konstantin entfernt. Bin ich mal gespannt, was er mir erzählt. Wo er so abgeblieben ist. Schlüssel verwenden. Locked. Ja, ich habe ja einen Schlüssel. Schlüssel zu Konstantins Zelle. Na, mein Alter? Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island? Ich wusste, to er ist besoffen. Treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress! Konstantin, it's me! My fair cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fight. I do what I can. We are departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Okay, da leidet jemand unter seinem Vater. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, fair cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. Sorry, Konstantin, but we drove a hard bargain to get you out of their grasp. I don't intend to... Bargain? Don't tell me that you paid them a ransom. Nein. Oh well. What is done is done. A mighty vessel awaits us. And a tremendous adventure. Das hoffen wir zumindest. Aber ich will noch kein Abenteuer machen. Ich will mich hier nochmal umgucken. Konstantin, sind hier irgendwelche... Wir wollen uns hier in aller Seelenruhe umgucken. Schon wieder öffnen. Finde Konstantins Kleidung und bring sie ihm. Da ist die sind die Klamotten. Ja, stimmt, weil er ist nicht edel gewandet, obwohl ihm das gut steht, dieses Lederhöschen. Ja, und er hat ein Problem mit seinem Papa. Das war jetzt schon mal klar. Da leuchtet's. Klamotten, Konstantin. Goldmünzen. Mal gucken, wie viel wir in unser Inventar reinkriegen. Ist immer so die Frage, ob auch die Munition wiegt. Goldmünzen, altes besticktes Wamst. Ausrüstung deiner Gefährten. Wähle Konstantin auf dem Inventarbildschirm aus und rüste ihn aus. Altes besticktes Wamst. Du hast das alte bestickte Wamst. Jetzt klingelt's. Oh, wen habe ich jetzt? Habe ich den Konstantin? Sieht mir so aus. Oh, okay, alles klar. Nun haben wir ihn ausgerüstet. Kleidung gefunden. Wir gucken uns trotzdem weiter um.
weiß immer noch nicht, was ich mit diesem... Scharlatan tun soll. Da waren wir schon drin. Da ist die Kiste. Nee, da waren wir nicht drin, genau. Magietrank finde ich gut. Es braucht doch eine Menge Magie. So, jetzt habe ich die, also habe ich einen Konstantin auch in meiner. Nee, da waren wir gerade. Gut, jetzt gehen wir runter. Da war nämlich noch eine Leiter. Aber ich glaube trotzdem, dass der Konstantin schwere Nöter ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil der wollte ja jetzt die Ganoven fertig machen. Und ich weiß nicht. It's not possible just now. Okay, Konstantin, was hast denn du für Fähigkeiten? Blockierung aufheben. Na, das kann ich wenigstens. Das ist doch auch schon mal was. Plündern. So. Sammeln. Schlüssel der Verbrecher aus Siren. Heißt das jetzt, dass ich das Zeug vielleicht aufkriege? Diese Kiste? Lass uns mal gucken. Oder irgendwelche Türen, die wir bislang noch nicht aufgekriegt haben? Versuch ist es wert, oder? Wo war die Kiste jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Da sind wir hergekommen. Juhu, die Frau Hawk wieder. Öffnen. Ah! Oh, die Steuerung ist... Ja, Schlüssel verwenden. Her damit. Goldmünzen, Nebeltrank. Trank, der das Schleichen für lange Zeit verbessert. Okay. Hatten wir hier sonst noch was, was wir nicht aufgekriegt haben? Gute Frage, nächste Frage. Wir gehen nochmal nach oben. Wer klingelt denn da so hartnäckig? Ich mache jetzt nicht auf, ich bin beschäftigt. Tada. Gott, ich weiß es nicht, ob wir da... noch irgendwas hatten, was wir nicht aufbekommen haben. Das haben wir auf. Okay, gut, dann gehen wir jetzt wieder raus hier. So, wir den Ausgang finden. Ausgang gefunden. Haben wir da jetzt eigentlich Punkte für gekriegt? Wäre ja schon schön, oder? Wenn wir ein paar Pünktchen dafür bekommen hätten. Sollen wir mal Konstantin ansprechen? Sprich mit Gott. Konstantin kann ich nicht ansprechen. Okay. Aber da waren ja noch weitere Türen, die wir nicht aufgekriegt haben. Nein, okay. Ich will nicht kämpfen. Doch, kämpfen wir jetzt doch. Sollen wir kämpfen? Okay, scheint nicht hinzuhauen. Geben wir auf, alte Lagerhäuser. Da gab es doch noch ein, zwei Türen, die wir nicht aufgekriegt haben. Also dieses Geschaukel geht mir ein bisschen auf die Nerven. Vielleicht sollte ich doch noch wechseln auf die... Da ging es irgendwie nicht weiter, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht sollten wir doch noch wechseln auf die... Ne, da waren wir schon. Oh, Leute, hey, echt. Ja, doch, da war was. Zerstören, ja, das können wir nicht. It's not possible just now. Oh, da ist ein... Dann eben wieder nach oben. Komm her. Verbrecherunterschlupf. Okay. Alles klar. Na gut, dann eben nochmal raus hier.
Ein zweites Mal. Raus. Nein, ich will die Anker noch nicht lichten. Ganz und gar nicht. Wir waren noch nicht in der Schenke. Wir wollen uns hier schon noch ein bisschen umgucken. Ich hoffe, es langweilt euch noch nicht, aber ich habe Freude dran. Und es ist mir ja persönlich das Wichtigste, dass ich Freude habe. Muss ich mal so ganz egoistisch sagen. Ich glaube, dass ich vielleicht mal eine Folge mit Maus und Tastatur versuchen werde, weil dieses Geschaukel, die Kamera, finde ich ein bisschen anstrengend. Da waren wir schon. Das ist die Hauptquest. Jetzt werden wir noch mal gucken, ob wir vielleicht doch was werden können bei unserem... Charlatan. Da ist ein Hafen. Okay. Da haben wir ja auch noch die Ketzer. Hier ist die Schenke. Na, da leuchtet es schon wieder. Als würden sich diese Kisten wieder füllen, wenn man speichert. Oder aber ich habe diese Kiste übersehen. Schenke. Komm, Schenke. Oder? Öffnen. Yeah, Schenke. Ja, perfekt. Sprich mit Passant. Madam, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Wow, mit Gästezimmern, oder? Also ich habe jetzt noch nicht ganz geblickt, ob ich die anderen Charaktere auch spielen kann, Leute. Lass mich das nochmal angucken. Hier bin ich. Charakter wechseln. Konstantin, was kannst du? Fraktion, Beziehungslevel, verdächtig, wow. Was ist denn verdächtig? Mal eine gute Frage. Fähigkeiten? So. Das sind wir. Wechseln wir den Charakter. Welche Fähigkeiten hast du? Das sind wieder wir. Okay, also da bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es dann ja mal irgendwann einen Hinweis. Wow. Das ist nämlich die... Oh, was haben wir hier? Sammeln. Brief von einem Alchemisten aus Al-Sat. Es tut mir leid zu erfahren, dass du nicht den Frieden gefunden hast, den du dir in Serin erhofft hast. Seit deiner Abreise ist die Situation in der Akademie beklagenswert. Diejenigen, die du angeklagt hast, verhalten sich jetzt so, als ob die Regeln nicht für sie gelten würden und sie führen regelmäßig fragwürdige Experimente durch. Der Rest von uns kann nichts anderes tun, als sich unauffällig zu verhalten. Ich hoffe aufrichtig, dass du irgendwann einen Ort erreichst, an dem du endlich Frieden findest. Dein Freund. Okay. In der Akademie scheint es auch so das eine oder andere Problemchen zu geben. Oh, da leuchtet es aber heftig. Sammeln, Schlüsselbund. Lagerschlüssel des Wirts. Sollen wir den Wirt beklauen? Öffnen. Das ist ja echt frech, was wir hier tun. Deine okay, da müsste man Level 1. Gut. Vielleicht spielt es ja auch jemand von euch und kann mir mal unter die Kommentare schreiben. Ob das geht, dass man Charaktere wechselt und wie sich das verhält mit den Fähigkeiten. Erb ich die, wenn die jemand mitbringt? Oder... Oh, die Küche. Muss mal gucken, ob ich diese Kamera anders einstellen kann, Leute. Steuerungsoptionen. Kameraempfindlichkeit, Vibration ist aktiviert. Ja, das finde ich auch gut. Das hätte ich gerne.
Komm, da geht's zum Lager, oder? Ja, na also, siehste. I don't have the key. Was, ich habe keinen Schlüssel? I don't have the key. Wieso nicht? Ich habe doch die Lagerschlüssel, oder habe ich sie nicht? Das wird kurz gecheckt. Ah, da-dam, da-da. Ah, Verflixum. Oberkörper, ja gut. Oh, Frau Hawk, du bist einfach echt köstlich. Ich habe doch die Schlüssel mitgenommen, oder? Oder nicht? Also gut, bam, bam, bam. So, Gegenstände, Verbrauchsgegenstände. Da werden die Schlüssel nicht dabei sein. Vermute ich mal. Das sind, denke ich mal, Zutaten. Oh, Mann, hey. Ist doch nicht zu glauben. Was mache ich denn? Silberarmband. Zutaten. Questgegenstände. Nee. Questgegenstände, Lagerschlüssel des Wirts. Ich hätte jetzt eigentlich, ich dachte doch, dass ich sie habe. Okay, das ist das Lager. Das andere scheint ein anderer Ort zu sein. So, dann hoffen wir mal, dass der Wirt was Schönes für uns hat. Goldmünzen, Schlüssel des Wirts. Jetzt, okay. Und haufenweise Metall. Gott, du stehst im Weg. So, jetzt sollten wir doch... Jetzt haben wir den richtigen Schlüssel. Okay, alles klar. Und öffnen... Sind wir wieder draußen? Hier waren wir schon. Das wird im Laufe des Let's Plays besser, Leute, das wisst ihr. Das ist immer nur so am Anfang. Warte, können wir da rein? Öffnen. Mir ist so, als seien wir da auch schon drin gewesen. Ach, schaut mal, ist das hier der Buchladen? Ne, da sitzt, da ist jemand. Wow, komm, wir unterhalten uns mit dem jetzt. Spreche mit Hof, mit Haushofmeister. Also dann sprechen wir mit ihm. It is an honor to make your acquaintance. Ja, ebenso. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Was? Not yet. You know, this type of mission is not really my speciality. Hauptmann. Well, that's to your honor. But the commander did give the order to you. Her Excellency might be able to help you. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Was war das jetzt? Okay, Leitfäden, Pflanzen. Wow, Leute, echt, ich sag's euch. Das wird eine Weile dauern. Wo ist jetzt mein Questlog zum Kuckuck? Verhandle mit den, finde die Schleuser, verhandle mit den Lieferanten, demaskiere den. Okay. Babam, babam. Notizen, Grundlagen des Kampfes. Die haben auch eine ziemlich umfangreiche. Gut, dann spreche ich mit dir mal. Was war das? Do you need something? Okay. I must leave you. Was für einen Auftrag hat der gute Hauptmann, den er nicht so unbedingt machen will? Hier ist also die Dings. Die, da komme ich nicht raus. Die Kaserne. Okay. Die können wir uns ja auch mal so ein bisschen angucken, wenn wir schon da sind. Okay.
Tada! Raus hier! Oh, da leuchtet's. Oh, da liegen sie tot auf dem Dings, hey. Gut, jetzt gehen wir aber mal in die Schenke. Weil da sind wir ja wieder vom Weg abgekommen. Ach was. Wo war denn die blöde Schenke? Schenke, wo bist du? Lagerhäuser der Familie Fontaine. Das scheinen hier die Reichen zu sein, die Fontaines. Das Häuschen von ihnen haben wir ja schon besucht. Komm, wir gehen mal gucken, ob die Lagerhäuser was für uns bereithalten. It's blocked. Okay, ist gut. Komm, in Lagerhäusern wird es doch wohl Loot für uns geben. Geht mir aus dem Weg, Leute. Vielleicht sind das irgendwelche Schauplätze, die demaskiere den Quacksalber. 18 Meter, ja, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Die Frage ist bloß, wie wir den demaskieren. Das hieß ja in der letzten Folge, wir müssten seinen Wagen finden. Hm. Das wäre doch schön, wenn wir das jetzt erledigen könnten. Quacksalber, wo bist du? Are your boots worn through? Is your hat out of style? Does your mask belong to last year's... Quacksalber, wo bist du? Da ist er. Sprechen. Wir sprechen mal mit ihm nochmal. Oh, nee. I will think about it. As you wish. But don't wait long. It won't last forever. Was zum Hölle müssen wir da tun? Weg da, weg da, weg da. Ah, guck mal an, da war was. Da war was. Da kann ich wieder bloß sprechen. Wo hast denn du deinen blöden Wagen, hey? Oh. Ich will jetzt in die Schenke. So. Schenke. Bist du die Schenke? Ja, na also, jetzt gucken wir uns in der Schenke um. Nachdem wir den Wirt beklaut haben und seine ganzen Schlüssel haben. Guck mal, da liegen schon wieder Schlüssel. Nee, Goldmünzen. Oh, ich habe den jetzt, glaube ich, beklaut. Ob das Ärger gibt? Das wird sich zeigen. Ich sammle das jetzt einfach ein und dann sprechen wir mit dem Wirt und dann machen wir für heute auch Schluss. Oh, Geoffrey. Good day, Tavernkeeper. Can I pour you anything? It's you. I didn't recognize you, my scruffy young pup. You put this place to shambles last night. I am quite sorry about that. I'm afraid I let the festive spirit get the better of me. Better of you? You broke everything. Ich wusste doch, dass es schwere Nöter ist. Come on now. Don't be angry about such trivialities. I'm certain we can make amends. Now, what can I do? The contents of this pouch should be worth your forgiveness. What do you say? Wie, du gibst unser Geld aus. Forgiven and even forgotten, your lordship. Whatever can I do for you? Oh, vielleicht weiß der irgendetwas über diesen Quacksalber? Oh, okay, sein Geschäft. How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are looking better. The Malachor and the neighboring walls have dampened commerce. The epidemic still rages, but the possibility of finding a cure on that island has given people something to hope for. Now that we have a city there, quite a few seafarers come by to spend their wages. Okay, und? Was, wie steht's mit der Seuche? Has the Malachor really put a damper on your business? More than a damper. They were soaked. When the sickness began to spread, a wave of panic followed in its wake. People stopped going out of their homes. They were afraid. I was close to closing shop, I tell you.
And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it like that. People are still distrustful, as is their nature, but they are leaving home again. It's a start. I also lost quite a few regular customers. Dead or too scared to venture back. Oh, but that's nothing new to you. The city would have sunk in the water if not for trade with the New Isle. Gut, was weißt du über das Island Tirfrade? With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Tirfrade. Wer weiß, ob wir's brauchen können? Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there. Last night, some Nauts even told me they brought back one of those giant beasts into the port. Ah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. Ja, wir haben schon von Kreaturen gehört. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt. I need to be off. Farewell. Goodbye. Und wie vermutet, unser Cousin ist ein schwerer Nöter, der hat hier die Dings, die Kneipe zerlegt, nachts zuvor. Man kann schon verstehen, warum der Vater ein Problem mit ihm hat. Jetzt rennen wir halt diesem Questzeichen, demaskiere den Quacksalber. Komm, wir fragen nach Nebenwirkungen. Have you finally made up your mind? Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of... An dem beißen wir uns die Zähne aus, echt? I will think about it. As you wish, but don't wait long. It won't last forever. Kurt, hast du eine Idee? Greenblood! Greenblood. Do you need something? Okay, da ist nichts zu wollen. I must leave you. Sein Karren. Wo hat denn der Mensch seinen Karren zum Kuckuck? Ist das sein Karren? Irgendwo muss er doch seinen Karren haben zum Kuckuck, aber auch. Das kann doch nicht wahr sein. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ah, das könnte schon sein, dass da sein Karren ist. Ah, guck mal an. Sammeln. Alchemistisches Forschungsbuch. Diese Seiten beschreiben in kleiner, fast unleserlicher Handschrift Versuchsergebnisse, Beobachtungen von Patienten und unverständliche Symbole. Doch die Komplexität einiger Rezepte zeigt deutlich, dass der Verfasser ein echter Alchemist war und gewiss sehr kenntnisreich. Sammeln wir ein. Sammeln. Brief von Wirt an das Dienstmädchen. Luise, der merkwürdige Alchemist der Allianz, der oben einen Raum gemietet hat, bat uns ausdrücklich, ihn während seines Aufenthalts nicht zu reinigen. Der alte Narr will vermutlich vermeiden, dass wir versehentlich seine Fiolen zerbrechen oder was auch immer. Also kümmere dich nicht um seinen Dreck, der Kunde bekommt, was immer er will. Mir scheint, dass wir jetzt eine Chance haben, ihn zu enttarnen. Ja, das ist schön, dann haben wir doch die Folge letztlich noch erfolgreich abgeschlossen. Wir haben unseren versoffenen Cousin befreit und schaffen es tatsächlich noch, diesen Quacksalber zu entlarven. Haha, guck mal, Freund. Yes, sir. Have you finally made up your mind? Ja. Das Heilmittel zeigen, das er verkauft. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. Nein. You refused to taste it. You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. That's good. Look, the vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I am gladly returning your vial so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away.
He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Da ist wohl was dran. Also zurück in die Kneipe. Ach so, nein. Genau, mit A renne ich. Nicht mit gedrückter linker Taste. Die Frage ist, wo ist der Quacksalber jetzt? Ja, da oben. Alles klar. Folge dem Questzeichen, Frau Hoog. Da ist er. Yeah, Freundchen. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that's found you. Have you seen the mob that's gathering on the street? Yes, us. I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce. And he's the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Gut, dann fragen wir immer nach seiner Karriere als Professor. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that. But I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Ja, wir hatten diese Dokumente ja schon gefunden. So, dann fragen wir mal nach Sahin. Why does Sahin bear you such hatred? Was du besser, I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners. Ach, Scheiße. Making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Okay, und was hat es mit den Tränken auf sich? Weil du scheinst ja durchaus ein ehrlicher Kerl zu sein. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled. But I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder? Mm-hmm. That is completely unethical. I don't have a choice. But it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. Ouch. The mob would have been furious in any case. But a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps. But you are hurting innocence. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, my lady? Also ausliefern werden wir nicht. Ich liefere ihn nicht aus. Ich helfe ihm, die Stadt zu verlassen, so. I'm going to help you leave the city. But you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Okay, alles klar. Dann müssen wir ihn also eskortieren und bevor wir das machen, müssen wir den Pöbel, also nein, die pöbelnde Menge, man kann es ja verstehen, beruhigen. Aber ihr Lieben, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Einstweilen bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen, falls ihr noch dabei seid, bei dem Rumgeögel. Hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Tschüss, ihr Lieben.